Und es geht wieder weiter mit einer Naruto-Chapter-Analyse 685 bis 687. Chapter 685, alles was ich habe. So, jetzt erfahren wir das erst einmal mit dem Naruto-Kagebunshin. Denn wie gesagt, ich als Leser habe natürlich bei dem davorigen Chapter gedacht, oh, Naruto wird getroffen, aber ach ja, ist natürlich wieder ein Kagebunshin. Es war zwar irgendwie nicht beabsichtigt und das Original wollte auch hinterher, aber ja, Naruto meint dann als Kaguya und Setsu sich wundern, na, hast du es bemerkt, ich bin das Original. Denn nur der originale Naruto hat halt in dem Punkt die Gududama auf dem Rücken. Das finde ich zwar irgendwie okay, weil ich habe danach auch zurückgeblättert und geguckt, ob das wirklich der Fall ist und ja, stimmt, aber irgendwie ist es auch plotmäßig, so laut Motto, ja, diese Gududama, da muss ich ja mehr zeichnen, das geht natürlich so ein bisschen auch auf die Zeit und so, und wenn Naruto Kagebunshin einsetzt und ich jedem das zeichne, dann komme ich mit meiner Zeit nicht hin, dass ich wöchentlich halt fertig bin mit meinem Chapter, dann mache ich das einfach so, dass nur das Original die Gududama hat. Im Prinzip habe ich damit kein Problem, aber die Frage ist, ja, warum haben die anderen die Gududama denn nicht? Ich meine, die sind doch trotzdem mehr oder weniger ein Teil von Naruto. Klar, okay, ich meine, er hat die Kraft von Rikudo bekommen, aber eine geliehene Kraft ist trotzdem Teil von ihm. Also irgendwie macht das keinen Sinn. Ja, und was ich auch ein bisschen doof finde, ist, als Obito und Sakura gerade dann auch in die Dimension reingekommen sind, da sagt Obito, er hat diese Dimension schon markiert. Hä? War nicht schon ganz am Anfang damals die Rede, dass er auch über eine Zeit- und Raum-Ninjutsu verfügt, die deutlich besser sein sollte als die reichende Jutsu, da er keine Markierung benötigt? Wieso ist jetzt auf einmal von einer Markierung die Rede? Und vor allen Dingen, was für eine Markierung nutzt denn Obito? Man hat nichts gesehen, gar nichts. Ich meine, soll ich jetzt glauben, oh, ich war jetzt an diesem Ort und wenn ich jetzt hier war, habe ich ein bisschen Chakra irgendwie hinterlassen oder was? Hä? Nun ja, während das mit Obito und seiner Kunst eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, ist es halt so, dass das Chapter sich dann darum dreht, dass Sakura ihn die ganze Zeit halt Chakra gibt und ihn heilt, damit er dann immer wieder durch die Dimensionen da halt hin und her switchen kann, um Satsuki zu finden. Ja, sie ist dann auch kurz davor, ihr Chakra zu verlieren, sie gibt aber natürlich nicht auf, dann finden sie auch Satsuki, sie können die Dimension öffnen und ja, er ist dann halt eben wieder da. Ich sage mal so, für Sakura finde ich das Ganze schon gut gemacht, da man hier nochmal sieht, dass sie ja sich nun doch weiterentwickelt hat und eigentlich auch ziemlich dickköpfig ist und so. Aber das mit Obito, ich meine, seien wir ehrlich, einfach nur, weil er durch Kamui in seine Dimension reisen kann, hat man ihn jetzt plotmäßig am Leben gelassen, nur damit er auch angeblich durch Kaguyas Dimension reisen kann. Und ja, ich finde es einfach nur lächerlich. Also vielleicht hätte man dieses Ganze mit Kaguya und Dimensionen einfach lassen sollen, dann hätte man jetzt Obito hier auch nicht gebraucht. Weiter geht's mit Chapter 686, die zuerst gehenden und die später nachfolgenden. Gut an dem Chapter fand ich, dass Naruto sehr überlegt hat, denn die Gududama sind ja nur bei dem Original. Also haben Kaguya und Setsu ausschließlich versucht, das Original zu treffen, weil sich dann die ganzen Kagebunshin ja auch auflösen würden. Sie haben ihn dann getroffen und gedacht, sie hätten es, aber Naruto hat einem Kagebunshin die Gududama gegeben. Das fand ich in dem Punkt wirklich sehr gut gemacht und es war halt auch schon interessant, dass Naruto hier wieder sehr überlegt hat. Denn, wie sagte ich, eigentlich ist Naruto gar nicht so dämlich, aber ja, wenn es der Plot verlangt und man irgendwas erklären muss, dann ist er halt immer ziemlich dumm gewesen. Dann hat Kaguya wieder die Dimension gewechselt mit einer ziemlichen Erdanziehungskraft und die konnten sich dann halt alle nicht bewegen. Wobei das auch nicht ganz stimmt, also Satsuki und Naruto konnten sich nicht bewegen, was ich eigentlich unlogisch finde, da die beiden ja doch ziemlich viel besondere Chakra haben und Naruto war auch immer noch im Rikudo-Modus. Er hätte sich zumindest, sagen wir mal, schwerfällig bewegen sollen, aber er hätte es müssen, also können müssen. Nein, stattdessen können Kakashi und Obito aufstehen, können dieser Welt trotzdem lang rennen und das auch ein gutes Stück, nur um Naruto und Satsuki zu retten. Und das finde ich irgendwie ein bisschen widersprüchlich, weil die haben beide kein besonderes Chakra, die sind nicht besonders durchtrainiert wie Gai. Und ich meine, Obito war ja sowieso eigentlich schon mehr oder weniger tot, auch wenn Naruto ihn wieder irgendwie hergestellt hat. Mein nächstes Problem ist, dass Kakashi ja eigentlich ein Arschloch ist. Denn ich fand's gut, dass Kakashi die Situation beobachtet hat und dass er überlegt hat, ob es nicht irgendetwas gibt, was er gerade tun kann. Also lief er los zu Satsuki und Naruto, um sich vor Satsuki zu stellen und um Satsuki zu retten und scheiß auf Naruto. Ich meine, klar, vielleicht hat er gesehen, dass Obito auch zeitgleich losgelaufen ist. Vielleicht hat er so verstanden, dass Obito dasselbe vorhat wie er, aber warum stellt sich Kakashi vor Satsuki, obwohl er mit Naruto viel mehr Kontakt hatte? Abgesehen von Minato, auch die letzten Jahre und so. Und konnte er wirklich sicher sein, dass Obito genauso schnell ist wie er, dass er genau rechtzeitig da ist? Konnte er sicher sein, dass er wirklich Naruto beschützt?
Ich würde sagen, nein. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn er sich vor Satsuki gestellt und dann schon das Zeichen für Kage Bunshin gemacht hätte, den Kage Bunshin jetzt vielleicht nicht gerufen hat, weil Obito tatsächlich sich vor Naruto stellt und er wäre verwundert gewesen. Dann hätte ich gesagt, okay, aber so? Nein, er musste natürlich seinen Lieblingsschüler retten. Auch, dass Obito sich auf einmal dann vor Naruto stellt, ist für mich plotmäßig, weil er ja eine 180-Grad-Wendung auf einmal macht. Und, ach Naruto, ich rette dich jetzt, weil ist halt so. Ich meine, hätte er irgendwas zu Naruto gesagt im Sinne von Minato, dein Vater war immer ja nett zu mir halt. Und ja, er hat sich um mich gekümmert, obwohl ich ja keine eigenen Eltern und so hatte. Das ist jetzt der Ausgleich. Nein, es ist einfach nur das, was Naruto jetzt so ein bisschen gesagt hat in den letzten paar Stunden und so ein bisschen getan hat. Und deswegen beschützt er ihn. Und nicht nur das. Gleichzeitig setzt der Kamui ein, obwohl er ja auch schon kaum noch Chakra hatte und schon aus den Augen geblutet hatte, um Satsuki aus der Dimension zu holen. Und rettet damit auch Kakashi. Toll, Plot, langweilig. Und zuletzt kommen wir noch zu Chapter 687, Werde du es bestimmt. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich geht es in dem Chapter nur darum, dass Obito jetzt halt zerfällt. Naruto versucht erneut, ihn zu retten, weil, oh, du hast mich gerettet. Ich habe dich davor auch schon gerettet. Du hast meine Eltern und 10.000 anderen in hier getötet und vielen Leid zugefügt, aber ich will dich retten, weil du nur Uchiha bist, klar. So, und dann sagt natürlich Obito, ja, wir beide sind uns ähnlich und das, was du so gesagt und getan hast, das hat mich wieder an früher erinnert und dass ich ja auch mal Hokage werden wollte und so. Ja, und deswegen werde du es bestimmt, werde du Hokage. Naruto weint dann um Obito und sagt ja und dann sagt er auch, Obito wollte Hokage werden, er ist für mich unglaublich cool. Ich wiederhole mich, aber hey, er hat meine Eltern getötet, er hat mich zum Waisen gemacht und er hat viele andere getötet und leiden lassen, aber er ist nur Uchiha, er ist cool, weil er Hokage werden wollte. Deswegen verzeih ich ihm alles. Ich meine, klar, ich finde es irgendwie okay, dass Obito sich gewandelt hat, aber das ging mir dann doch irgendwo zu schnell. Und das ist dann natürlich auch irgendwo langweilig und wiederholend, weil Nagato und wir wissen, dann kommt ja auch noch Satsuki und der ist ja Naruto auch irgendwo wieder ähnlich. Und dann ist es natürlich auch doof, weil wir haben ja jetzt hier immer noch Kaguya und wie gesagt, dann kommt noch der Kampf Naruto gegen Satsuki. Hätten wir das so gehabt, dass Obito wirklich der letzte Gegner gewesen wäre ohne Kaguya und Madara wirklich nur als Edo Tensei und dann weg, dann wäre das Ganze vielleicht doch ein bisschen interessanter gewesen. Vor allen Dingen, weil man dann einen Gegner auch nicht nur besiegt hätte, indem man gegen ihn kämpft, sondern wirklich, indem derjenige irgendwie bekehrt wird, aber sich dann vielleicht auch selbst umbringt oder sowas. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, aber so war das einfach lächerlich. Und wie gesagt, es ist halt in dem Punkt, ich meine, auch wenn ich mich wiederhole, oh, guck mal, Danzo war gegen ein Paar Uchiha, hat aber eigentlich fürs Dorf gehandelt. Er alleine hat den Uchiha-Clan auch nicht erledigt, das war auch Obito mit. Ja, aber trotzdem, natürlich, Danzo ist ein Arschloch hoch 10 und dem wird gar nichts verziehen und der ist der Ultra-Böse in Naruto. Obito, der selbst die Uchiha mitgekillt hat und natürlich noch viele andere Ninja gekillt hat und den Schaden zugefügt hat, dem wird natürlich erziehen, nur weil er Hokage werden wollte. Also ernsthaft, ich fand's einfach wirklich lächerlich. Also ja, der ist dann eben zerbrochen und natürlich haben wir hier und da dann nochmal einen Rückblick gehabt mit ihm und Rin. Das fand ich auch nervend, weil das haben wir auch schon 2-3 Mal gesehen und ja, ich weiß nicht, ab und zu sind solche Rückblicke okay, aber manchmal sind sie auch einfach unnötig. Und jetzt seid ihr wieder dran. Was sagt ihr dazu, dass Kakashi irgendwie nur Satsuki retten wollte? Was sagt ihr dazu, dass Obito verziehen wurde und er Naruto gerettet hat und dass Naruto um ihn geweint hat? Was sagt ihr dazu, dass Sakura nicht versucht hat, zu den beiden hinzurennen? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.